Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land Reisen. Aber erst einmal schauen wir auf den 28. Spieltag in der Regionalliga West und den Anstoß. Der FC Düren eröffnet in Person von Ismail Hanafi in den blauen Trikots von links nach rechts gegen den FC Gütersloh in grün-weiß von rechts nach links. So viel zu den Voraussetzungen. Game on. Seitdem die persönliche Halbserie, wenn man sie dann so nennen mag, von Carsten Wissing, eine solide gewesen, jetzt nicht herausragend. Wir schauen aber erstmal auf den ersten Angriff vom FC Düren. Der wird in die Mitte gespielt. Da ist Ismail! Kommt er mit Federpunkt frei zum Schuss und setzt ihn rechts unten rein. Dritte Spielminute, 1:0 FC Düren. Richtig, richtig gut, wie Ibishi-Bishi da seinen Körper einsetzt. Und dann in der Mitte ist Hanafi komplett frei. Entsprechend durchaus auch spannend, dass der Körpereinsatz ja laufen lässt, wie vor dem 1:0. Aber wir gucken erstmal auf den nächsten Strafraumeintritt wieder über die linke Seite. Das ist Breuer, das ist Hanafi. Breuer Hanafi scheint heute die Kombi zu sein, um die es für Düren geht. Breuer legt ab und Hanafi an der 16er-Kante kommt da zum Schuss. Und der Abschluss dann nicht zwingend von Format. Da rückt Vincent Geimer auf die Linksverteidigerposition und eröffnet das Spiel auch gut. Nächster Steckball in die Spitze und da ist Christian Clemens, der zum Abschluss kommt, aber scheitert an Jano Peters. Da fehlt ihm ein bisschen die Spritzigkeit. Hanafi steckt den durch in Richtung Breuer. Breuer! Das ist eine Riesenchance, die Ibishi hier liegen lässt. Kommt frei zum Schuss. Genialer Ball von Hanafi in Richtung Breuer. Und dann muss Ibishi den eigentlich nur noch reinsetzen. Der hat 20 Quadratmeter freie Auswahl und spielt ihn in den 21. links am Torpfosten vorbei. Da ist Buchmeier, da ist wieder Esko. Rotiert hier auf der rechten Seite sehr viel herum. Und dann jetzt vielleicht mal über Schauatesch. Schauate und der Ball ist im Tor. Der Ball ist drin. Markus Esko kriegt den Ball, nachdem Schauerte ihm den Ball überlässt. Und dann ist es doch aus dem relativen Nichts das überraschende 1:1 für den FC Gütersloh. Gerade dann noch für uns bereithält. Ich habe Bock auf Halbzeit Nummer 2. Und entsprechend schauen wir mal, was die ersten Angriffe so für uns bereithalten. Natürlich wieder Simon Breuer. Was macht er? Zieht er in die Mitte, Übersteiger. Und dann mit dem linken Fuß knapp an der Kiste vorbei. Das ist richtig gut gemacht. Natzt seinen Gegenspieler und legt sich den Ball auf links. Angestammter Rechtsfuß. Beugmann lässt sich da aber auch ein bisschen, also er lässt den Weg zum Tor dann offen. Hat sicherlich auch noch Potenzial an der einen oder anderen Stellschraube zu drehen. Wie gesagt, das ist 21 Jahre jung, der Mann. Und das ist I. Der ist nicht im Tor. Ismail Hanafi. Ein sagenhaft guter erster Kontakt von Ismail Hanafi. Wilder mit dem ersten Kontakt. Jano Peters über Lupfen. Frechdachs. Führt zum Eckball. Ich sag mal, rechter Fuß wird direkt aufs Tor gezogen. Geimer würde ihn als Flankenball verstehen. Und Geimer geht auch dran. Aber zieht ihn direkt aufs Tor. Der ist richtig gut. Aber pariert. Jano Peters. Und Vincent Geimer bringt den tatsächlich direkt aufs Tor. Und der Schuss aus der Distanz. Warum denn nicht auch einfach mal abziehen? Patrick Twarzig, einer der torgefährlicheren Jungs von Gütersloh, hat das auch aus dieser Distanz im Schuh. Heim nochmal mit Probst.
Schöner Ball in die Spitze und heim! Nach dem Doppelpass legt er ihn vorbei an Jannik Theissen und netzt ein zum 2:1 für die Gastmannschaft, für den FC Gütersloh. Die Abwehr wird aussehen lassen wie ein paar Fahnenstänkchen. Herausragend gut gespielt von Heim und Probst. Da guckt Kapitän Mario Weber nur noch neidisch hinterher. Und Heim zeigt es an, er bleibt eiskalt vorm Kasten. Seine Auswechslung hat so ein bisschen den Drive rausgenommen aus dem Spiel der Dürener. Also auf der linken Seite ist Romeo Eick bekannt dafür reingekommen und der konnte das nicht aufrechterhalten, aber an dieser Stelle Patrick Dulek, der hat die Ecke verwandelt per Volley hinein ins Glück, per Volley zum 2:2. Ich hab's euch gesagt, Tore nach der 75. sind eingeplant in der Regionalliga West. So auch für den FC Düren. Eckball von Hanapi getreten, zwei, drei Jungs fliegen drunter her und dann ist Patrick Dulek relativ allein gelassen. Allerdings keiner, um die abzunehmen. Hanafi folgt dem Ruf der Fans, nicht den einfach rauszuhauen, aber Francisco Laura hat genug gesehen. 2:2 der Endstand zwischen dem FC Düren und dem FC Gütersloh. Ein leistungsgerechtes Unentschieden.